Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu meiner Vorlesung im Wintersemester 2020/2021 zur französischen Klassik. Ich trage hier die überarbeitete und kommentierte Fassung einzelner Kapitel aus meinem Buch zur französischen Klassik vor, das im Jahre 2017 im Georg Olms Verlag erschienen ist. Das Buch ist ein Teil eines mehrbändigen Werks mit dem Titel »Von Dante zu Ionesco«, literarische Geschichte des modernen Menschen in Italien und Frankreich. Der Band zur italienischen Renaissance ist 2013 erschienen. Als nächstes plane ich den Band zur französischen und italienischen Romantik. Sie sehen auf dem Cover hier dieses Bandes zur französischen Klassik Ludwig XIV. In seiner ganzen Schönheit im Alter von 23 Jahren im Jahre 1661 in einem Gemälde von Charles Le Brun. Louis XIV ist geboren 1638, 1661, also 23 Jahre alt, als er da porträtiert wird. Und in diesem Jahr, 1661, übernimmt er auch de facto die Herrschaft. Er ist zwar schon 1643 im Alter von 5 Jahren zum König gekrönt worden, aber es regierte der Kardinal Mazarin, der 1661 passenderweise stirbt. Kommen wir zum Inhaltsverzeichnis des Buches, wo Sie dann sehen, was ich Ihnen in diesem Semester erzählen möchte. Das Vorwort lasse ich aus, die Einleitung werde ich Ihnen vortragen, dann das Großkapitel »Das Menschenbild der französischen Moralistik«, da werde ich aus dem Montaigne und aus dem La Rochefoucauld-Kapitel vortragen. Descartes lasse ich aus, weil der ein Negativbeispiel ist, wie man es nicht machen soll, über das Wesen des Menschen zu sprechen. Danach gehe ich über zum Großkapitel »Das Frauenbild der französischen Klassik, Molière, Racine, Madame de Lafayette«. Von Molière werde ich Ihnen vorführen seine Poetik, dann seine Komödien »L'école des femmes« und »Le Misanthrope«, die beiden für mich wichtigsten Komödien von ihm. Von Racine werde ich behandeln seine Poetik und seine beiden Tragödien »Andromaque« und »Phèdre« und dann am Schluss den ersten modernen Roman von Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves. Nun zur Einleitung. Die Einleitung habe ich Ihnen beschrieben. Klassik, alternative Literaturgeschichte, Kanonfragen. Der Begriff der französischen, deutschen oder italienischen Klassik meinte, als er erfunden wurde, übrigens wurde er erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfunden, eine mustergültige, an der griechisch-römischen Antike orientierte Epoche der Literaturgeschichte einer Nation. Bin ich jetzt eigentlich sichtbar? Kann mir mal jemand sagen, weil ich bei mir bin ich nicht sichtbar. Bin ich für die anderen sichtbar? Ja. Ja? Ja. Gut, okay. Ich fange nochmal an. Der Begriff der französischen, deutschen, italienischen Klassik meinte, als er erfunden wurde, übrigens erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eine mustergültige, an der griechisch-römischen Antike orientierte Epoche der Literaturgeschichte einer Nation. Doch dieser Begriff der Klassik, der von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts propagiert wurde, war eigentlich Teil der bürgerlichen Ideologie Europas, mit der das zur Herrschaft aufsteigende Bürgertum seine materialistische Basis humanistisch verschleierte. Heute dient der Begriff der Klassik allenfalls noch als Platzhalter, um einen gewissen inneren Zusammenhang von Werken zu bezeichnen, die uns aktuell erscheinen, weil in ihnen etwas von unserer Vorgeschichte aufbewahrt ist. Die Werke, die ich in diesem Band behandle, wurden, vom Prolog Montaignes abgesehen, zwischen 1649 und 1678 veröffentlicht bzw. uraufgeführt und stecken so ungefähr den Zeitraum ab, der auch traditionell als französische Klassik im engeren Sinne gilt. Die traditionelle Literaturgeschichte weiß aber gar nicht, was diesen Zeitraum zusammenhält. Die Orientierung an der griechisch-römischen Antike ist es jedenfalls nicht. Ich schreibe hier eine alternative Literaturgeschichte. Alternativ, weil sie sehr selektiv ist. Sie besteht aus ausführlichen Interpretationen weniger literarischer Werke,
die für mich die wichtigsten Werke ihrer Zeit in ihrer Sprache waren. Ich handele hier nach der Maxime von Ernst Robert Curtius, einem berühmten Vorgänger von mir hier in Bonn als Professor der Romanistik, der schrieb, weglassen scheint mir ein oberstes Gebot literarischer Kritik in seinem Buch Französischer Geist im 20. Jahrhundert aus dem Jahr 1918. Prinzip meiner Auswahl, der Leitfaden meiner Interpretationen ist die Geschichte des modernen Subjekts in Italien und Frankreich, und zwar des modernen Subjekts für sich selbst und in seinen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das moderne Subjekt ist sich nirgends so nahe wie in der Geschichte der Literatur, die das wichtigste Medium seiner Herausbildung ist. Literatur weiß auf ihre kreativ konkretisierende Weise, besser als jede andere Kunst- oder Wissensdisziplin, das unvergleichliche Einzelsubjekt zu modellieren. Literatur macht das moderne Subjekt. Literaturwissenschaft spürt dem nach, was nur die Literatur und sonst kein anderes Medium kann. Es geht darum, die Machart des sprachlichen Kunstwerks, seine Poetik, zu analysieren, um nachzuvollziehen, mit welchen Mitteln es Bewusstseinswelten gestaltet. Für mich ist Literaturgeschichte Teil der Kunstgeschichte. Die meisten heutigen LiteraturhistorikerInnen haben den Glauben an die künstlerische Macht der literarischen Werke verloren. Sie nennen sich KulturwissenschaftlerInnen, wobei ihr Begriff der Kultur so entleert ist, dass er tendenziell mit dem Begriff der Gesellschaft zusammenfällt. In der Disziplin der Kultursoziologie ist diese Tendenz zur Tautologie geronnen. Und die Kulturgeschichte der Literatur wird dann zum Steinbruch für proto-soziologische Einsichten, über die Soziologen nur milde lächeln können. Meine literarische Geschichte des modernen Menschen wertet und stellt die Frage nach dem literarischen Höhenkamm neu. Dem Höhenkamm der europäischen Literatur seit dem Mittelalter gehören Werke an, in denen Europa seine anthropologischen Leitbilder reflektiert. Werke, die das Verhältnis von materiellen zu immateriellen Werten verhandeln. Werke, die neue Zugänge zur Wirklichkeit erschließen. Werke, die die Denk- und Lebenswelten, die Wahrnehmungsweisen, Verhaltensweisen und Motivationen der Menschen analysieren und neue Einsichten in die Psyche des Einzelsubjekts bieten, sowie Werke, die Machtkritik üben und den Respekt vor der Einzigartigkeit des Individuums vermitteln. Hohe Literatur schult schon allein durch ihren Charakter der Fiktionalität, der Selbstreferenzialität und des Spiels das Möglichkeitsbewusstsein und die kontrafaktische Fantasie, kontrafaktisch gegen das, was sowieso ist, Denken. Hohe Literatur lehrt Misstrauen gegen naturalistische Fehlschlüsse, das meint Misstrauen gegen scheinlogische Aussagen, die die Normativität und Alternativlosigkeit des Faktischen behaupten. Literatur zeigt Freiräume auf. Sie schärft den Sinn für das Vorstellbare und Menschenmögliche, die Fantasie auch für ganz andere Organisationsformen menschlichen Lebens. Sie setzt die Literatur ihr zweckfreies Reich des Spiels gegen den zunehmend durchökonomisierten Materialismus der Moderne und stiftet immaterielle Werte. Literatur erinnert an die Tragik und die Komik, an die Absurdität und die Erhabenheit des menschlichen Daseins. Hohe Literatur war nie affirmativ oder kompensatorisch in dem Sinne, dass sie der problematischen menschlichen Existenz eine unproblematische vorgespiegelt hätte. Das wäre nämlich Kitsch. Die Dichtung weiß schon viel länger als die Theorie um die gefährdete, vergängliche, schwache menschliche Subjektivität, die ausgespannt ist zwischen dem unerreichbaren Ideal eines authentischen Lebens und der Gefährdung völliger Selbstentfremdung.
Zwischen diesen beiden Positionen vollzieht sich die Selbstsorge des modernen europäischen Subjekts. Die Literatur aber begleitet diesen Prozess nicht nur diagnostisch, sie spielt die Rolle eines Katalysators in der Geschichte und Vorgeschichte des modernen europäischen Subjekts und ist kritisches kulturelles Gedächtnis des künftigen Europa. Wenn man sich nicht abfinden will mit der Entwürdigung des modernen Subjekts zum Preisäquivalent und zur bewusstlosen Marionette des anonymen globalisierten Kapitalismus, muss man die Geschichte der Herausbildung des modernen Subjekts pflegen und bewahren. Denn in unserer Geschichte haben wir unser Sein. Die Geschichte des modernen Subjekts aber ist am eindringlichsten in Literatur und Kunst aufbewahrt. Wissenschaft und Philosophie in ihrer verallgemeinernden Sprache können das konkrete menschliche Subjekt nur diskursiv umstellen, fassen können sie es nicht. Nur Literatur wird auf ihre mimetisch konkretisierende Weise dem unvergleichlichen Einzelsubjekt gerecht. Und Literaturwissenschaft unternimmt hier den schwierigen Versuch der Vermittlung zwischen Konkretion und Abstraktion. Nun konkret zu meiner alternativen Literaturgeschichte. In deren ersten Band zur italienischen Renaissance drängten sich die behandelten Werke gleichsam von selbst auf. Niemand, paradoxerweise auch diejenigen nicht, die Kanonisierungen eigentlich ablehnen, würde bezweifeln, dass Dantes göttliche Komödie, Petrarcas Lyrik, Boccaccios Decameron, Ariosts wahnsinniger Roland und Tassos Befreiung Jerusalems die wirkmächtigsten literarischen Werke ihrer Zeit in Italien und ganz Europa waren. Man hat vielfach nur keinen Begriff davon, warum sie das waren. Im 17. Jahrhundert ist die Auswahl schwieriger. Auch wenn Frankreich in dieser Zeit zur führenden Kulturnation Europas aufsteigt, ist seine Hegemonie nicht so total wie die Italiens in der Renaissance. Und auch innerhalb der französischen Literatur des 17. Jahrhunderts fällt die Festlegung auf einzelne Werke nicht leicht. Ich werde zum Beispiel Corneille oder La Fontaine gar nicht behandeln und zu zeigen versuchen, dass Racines Phèdre zu Unrecht als Meisterwerk der klassischen französischen Tragödie gilt. Grundlage für solche Kanonrevision ist zum einen die Vorentscheidung, das Frauenbild der französischen Klassik in den Mittelpunkt meiner Untersuchungen zu stellen und zum anderen die Frage, welche Werke die literarische Verhaltensforschung und die Arbeit am modernen europäischen Bewusstsein durch welche sprachkünstlerischen Mittel am weitesten vorangetrieben haben. Was ich hier mache, ist der erste Schritt zu einer europäischen Literaturgeschichte der Zukunft. Es kommt darauf an, einen Kanon europäischer Literatur zu erarbeiten, der dem zukünftigen Europa die Geschichte des modernen europäischen Bewusstseins erzählt. Auch daher muss diese alternative Literaturgeschichte sehr restriktiv sein. Leserinnen aus anderen Ländern können im Allgemeinen nicht so viel französische Literatur lesen wie Franzosen. Vielleicht ist der Blick von außen sogar besser geeignet als der Blick von innen, um zu begründen, welche Werke eines europäischen Landes europäischen Rang besitzen. Über den Kanon lässt sich aber natürlich auch streiten.